So, im nächsten Abschnitt geht es um Dreiecksgeschichten. Die Geometrie war ja der erste Zweig der Mathematik, der voll aufgeblüht ist. Und das war wahrscheinlich wegen der offenkundigen Nützlichkeit der Geometrie für Landvermessung, für Architektur, für Navigation. Von einigen der frühesten Denkern der Antike, wie Thales von Milet oder Pythagoras von Samos, kann man eigentlich gar nicht sagen, ob sie eher Philosophen oder Mathematiker waren. Solche Gestalten traten in der Folge häufig auf. Zum Beispiel Descartes, Pascal, Leibniz oder Goethe. Einer der ältesten geometrischen Lehrsätze ist der des Pythagoras. Wenn A und B und C die Seitenlängen eines rechtwinkeligen Dreiecks sind, wobei das C der Hypotenuse entspricht, also der dem rechten Winkel gegenüberliegenden Seite, so gilt bekanntlich a² plus b² gleich c². Der Satz war schon den Ägyptern, den Indern, den Babyloniern bekannt, aber anscheinend war Pythagoras, hier im Bild rechts, der Erste, der ihn bewies. Das hieß zunächst einmal, dass er ihn unmittelbar einleuchtend machte, so wie es später dem Knaben unmittelbar einleuchtete, wie er den Flächeninhalt des Quadrats verdoppeln konnte. Es gibt viele Beweise des Satzes von Pythagoras. Der klassische folgt sofort aus der Figur, die übrigens für den Fall A gleich B mit der des Knaben von Menon übereinstimmt. Also das große Quadrat mit der Seitenlänge A plus B wird in fünf Teile zerlegt, nämlich die vier rechtwinkeligen Dreiecke und das Quadrat über der Hypotenuse. Und jedes der Dreiecke hat den Flächeninhalt A mal B dividiert durch 2, also insgesamt ergibt das 2 mal A mal B. Also ist der Flächeninhalt des schrägen Quadrats, das C-Quadrat, so groß wie der des großen Quadrats, A plus B zum Quadrat, weniger die vier Dreiecke, also weniger 2 mal A mal B. Und wie man aus dieser anderen Zerlegung desselben Quadrats sieht, wenn man von dem großen Quadrat die zwei Rechtecke wegnimmt, also von A plus B zum Quadrat zweimal das A mal B, dann bleiben die beiden kleineren Quadrate übrig, also A Quadrat plus B Quadrat. Und damit ist man fertig. Im Schulunterricht lernen wir einiges über Dreiecke, wenn auch leider viel weniger als in den Generationen davor. Also zum Beispiel die drei Streckensymmetralen eines Dreiecks schneiden einander in einem Punkt. Das ist evident. Denn wenn P der Schnittpunkt der zwei Symmetralen der Strecken AB und AC ist, dann gilt ja, dass die Strecken PA und PC dieselbe Länge haben. Und ebenso die Strecken PA und PB. Und daher stimmen auch natürlich die Längen von PB und PC überein. Das bedeutet, dass P auf der Streckensymmetrale von BC liegt. Hier jetzt ein ganz ähnlicher Satz. Auch die Höhenlinien eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkt. Hier ist der Beweis aber etwas raffinierter. Können Sie sich daran erinnern, vom Schulunterricht her oder vielleicht von einer früheren Existenz her, wie das Plato sich vorgestellt hat? Das heißt also, kommen Sie selbst auf den Beweis. In der Vorlesung müsste ich jetzt eine längere Pause einlegen. Aber das hier ist eine Videoaufzeichnung und so könnten Sie einfach auf die Haltetaste drücken und selbst nachdenken. Sie haben es nicht getan? Also eigentlich schade, denn wenn ich Ihnen jetzt den Trick verrate, so bin ich fast ein Spielverderber. Also durch die Ecken von A, B und C, also durch diese Ecken A, B und C, dem ursprünglichen Dreieck, ziehe man die Parallelen zu den jeweils gegenüberliegenden Seiten. Das gibt ein großes Dreieck. Und die Punkte A, B und C
liegen jeweils in der Mitte der Seiten des großen Dreiecks. Das sieht man etwa hier, der Punkt C ist in der Mitte der Seite des großen Dreiecks, die parallel ist zu AB. Das sieht man anhand des gelben Parallelogramms, das ich da gezeichnet habe, und anhand des schraffierten Parallelogramms. Und daraus folgt, dass das, was die Höhenlinie durch C ist, für das ursprüngliche Dreieck ABC, dass das auch die Streckensymmetrale von dem großen Dreieck ist. Das heißt also, das gilt ja auch für die anderen Ecken, die Höhenlinien des Dreiecks ABC sind die Streckensymmetralen des großen Dreiecks. Und da jetzt die Streckensymmetralen einander in einem Punkt schneiden, folgt daraus, dass die Höhenlinien einander in einem Punkt schneiden. Also viele Sätze über Dreiecke sind Jahrtausende alt. Aber es kommen immer wieder neue dazu. Hier ein schönes Beispiel. Das Dreieck der Fußpunkte klein a, klein b und klein c der Höhenlinien, das ist unter allen Dreiecken, den Ecken auf den Seiten des ursprünglichen Dreiecks, also groß a, groß b und groß c liegen, jenes mit dem kleinsten Seitenumfang. Also das heißt, wenn Sie ein Gummiringen über die Seiten des Dreiecks groß A, groß B, groß C spannen, so zieht es sich zusammen, bis es auf den Fußboden, auf den Fußpunkten der Höhenlinien liegt. Also klein A, klein B und klein C. Die alten Griechen, die hatten natürlich keine Gummiringel, aber dieser Satz hätte sie bestimmt begeistert. Und hier noch ein Beispiel. Wenn man jeden der Winkel des Dreiecks, groß A, groß B, groß C, in drei gleich große Teile teilt und die Schnittpunkte der Teilungslinien betrachtet, die jeweils einer Seite des Dreiecks am nächsten sind, so erhält man immer ein gleichseitiges Dreieck, hier in der Figur schraffiert. Dieser Satz von Morley, der ist erst 100 Jahre alt und hätte den griechischen Geometern sicherlich gewaltig imponiert.